Seien Sie gegrüßt, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag vom 26. März. Grüß Sie wieder, Christian Kemmerer. Wir wollen auf die US-Märkte schauen, S&P 500, Nasdaq 100, also hier die großen Indizes, fernab vom Dow Jones, der mit seiner eigentümlichen Berechnung und eben nur 30 Standardwerten hier weniger repräsentativ erscheint. Jetzt aber hier der Blick auf den S&P 500. Ganz kurz mal hier in den großen Chart, was ist eigentlich passiert diese Woche? Wir haben, wenn wir uns die Woche der aktuellen Bewegung anschauen und die der Vorwoche, sehen wir hier nahezu ähnliche Verhältnisse, nur eben umgekehrt. Das heißt, die Stärke der vergangenen Woche im Zuge der Fed-Befruchtung bzw. der Fed des Fed-Antriebes der Märkte kehrte sich hier wieder schlagartig um. Hintergrund schwache Wirtschaftsdaten und das führt eben jetzt hier in der Summe dazu, dass der Markt hier doch schon sehr, sehr ernüchternd daherkommt. Das ist natürlich jetzt kein Grund, hier gleich die Flinte ins Korn zu werfen, aber zumindest technisch muss man sagen, hat es hier zumindest einen Tiefschlag gegeben, der so hätte nicht erfolgen sollen, um direkte Anschlusshochs zu erzeugen. Hier im Wochenchart erlaube ich mir jetzt auch mal eine kleine Unterstützungszone einzuzeichnen aufgrund der gegebenen Umstände derzeit. Wir haben hier im Bereich um, Moment, auf Wochenbasis mal ein Stück breiter das Ganze, müssen das ja nicht auf die Kommastelle fixieren, aber hier im Mittelwert um 2045 Punkte roundabout haben wir eine Zone, die wir nicht unterschreiten sollten, auf keinen Fall nachhaltig. Heute Donnerstag, morgen Freitag, das heißt die Wochenkerze ist hier von ihrer Erscheinung schon relativ weit ausgeprägt. Hier kann nur morgen ein rasches Reversal das Ganze ändern, beziehungsweise eben hier vielmehr die Kerze in dieser Erscheinung belassen oder eben nach unten hier noch ausdehnen. Das bleibt jetzt mal abzuwarten. Grundsätzlich ist die aktuelle Woche im großen Bild noch keine wirkliche Gefahr. Wir sollten natürlich tunlichst vermeiden, hier das Tief der Kerze von Anfang März, das war hier 2039, dieses Niveau eben zu unterschreiten. Das wäre technisch eher unschön. Schauen wir uns dazu nochmal das Ganze hier im Tageschart an. Das ist natürlich hier jetzt ein Bild, was weniger erfreulich erscheint. Auch gestern hatten wir hier gesagt, der Index sollte sich hier tunlichst fangen, idealerweise hier im Bereich 2065, 2066 Punkte. Das geschah nicht. Wir sind heute schwach in den Handel reingekommen und sind jetzt hier unter dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie seit Ende Januar bereits gefestigt sozusagen. Wir haben hier auch nochmal das Level, was sich hier aus dem Wochenchart herleiten lässt. Das sehen Sie hier mit den Tiefs von Mitte März 2040, 2042. Das ist hier eine Zone, da haben wir heute schon die Tiefs gesehen. Von denen sollte der Markt, der US-amerikanische Markt, der S&P 500 in jedem Falle abprallen. Falls nämlich nicht, muss man dazu übergehen, dass dieses Abwärtsszenario, also hier mit Preisen unter 2040 Punkten hier an Fahrt gewinnen dürfte und das dürfte dann entsprechend bedeuten, dass der Markt hier nach unten fällt. Dazu passend, weil wir gerade den Tageschart aufhaben, auch die ja weniger erfreuliche Saisonalität. Bislang hatte ich das immer noch ausgegrenzt, insofern, dass die Märkte an für sich so stark sind, dass es hier noch nicht mal zu dieser Schwäche kommen muss. Aber aufgrund dieser Umstände komme ich nicht umhin, hier praktisch eine Pfeiltendenz nach unten mit präferierten weiteren Abgaben hier erstmal zu zeichnen. Ob der Markt hier wirklich so tief zurücksetzt, das sei jetzt mal auf einem anderen Blatt beschrieben. Rein technisch wäre unterhalb von 2040 eben hier nochmal Potenzial in Richtung 2000 Punkten gegeben. Das würde dann auch hier auf dem Wochenchart natürlich die Situation erheblich eingrenzen, da wir eben auch hier das Niveau um 2039 Punkte der Kerze hier vom März eben unterschreiten würden. Und das hätten wir dann hier im Bereich 2000 Punkte roundabout eine Zone, die dann aber eben halten müsste. Ja, dennoch hier auf Wochenbasis dann technisch gesehen ein eher schwierigerer Zustand. Im Zuge dessen, dass es eben hier mit diesem höheren Tiefpunkt, der an für sich als ausgemacht gilt, dann eben eher dazu kommen sollte, dass wir hier unten dann im Bereich 2000 möglicherweise einen Tiefpunkt suchen, der dann wiederum für steigende Preise sprechen könnte. Es ist ja noch nicht in die Flinte geworfen, aber hier das Szenario einer direkten Fortsetzung scheint hier passé. Die Kerzenstruktur auf Wochenbasis zudem in, wenn wir hier unter das Tief der Vorwochenkerze bei 2053 rausgehen, in Form eines Bearish Engulfings, also einer Candlestick-Formation mit zwei Kerzen, die hier einen negativen Vorlauf andeutet. Und ja, mit der Saisonalität im Einklang kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die Indizes weiter zurücksetzen. Einziger Hoffnungsträger ist hier der Stundenchart. Wir haben hier, Sie sehen es, im Prinzip im Supportbereich erreicht 2040, 2042, 2044 und sehen jetzt hier aktuell von den heutigen Tiefs der
JFT-24-Stunden-Indikation im Vorfeld schon eine Erholungsphase, die den Index jetzt ein Stück weit weiter nach oben treiben könnte. Faktisch sollte es aber, um wirklich bullisch zu werden, kurzfristiger Natur, hier natürlich über 2065 rausgehen und augenblicklich scheint da so ein bisschen der Drive zu fehlen. Insofern hier das graue Szenario, was aber, wenn es neue Tageshochs gibt, in jedem Falle berücksichtigt werden muss. Also es kann hier durchaus zu einer technischen Gegenreaktion kommen aufgrund der Verluste der jüngsten Stunden, der jüngsten letzten Tage. Dennoch faktisch hier im Stundenchart auch deutlich zu sehen, wenn wir hier das Tief vom 12. März, von Mitte März aufgeben, dann haben wir hier erheblichen Spielraum nach unten und dann dürfte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Das ist rein technisch gesehen jetzt auch im Sinne der Saisonalität erstmal das zu präferierende Szenario, dass wir hier jetzt möglicherweise ein Stück weit Zickzack machen, um hier uns gegebenenfalls auch aufzubäumen heute Morgen. Wer weiß das schon genau, aber dann könnte es hier durchaus zu einem neuen Abwärtsimpuls kommen, der den Markt hier doch noch ein Stück weit tiefer führen könnte. Das Risikopotenzial ist hier auf jeden Fall jetzt wieder auf der Südseite gegeben. Kurzfristiger Natur, also übergeordnet, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, dass der Index hier deutlich unter 2000 Punkte einbricht. Aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen und insofern einfach wachsam bleiben und mal schauen, was uns die Märkte hier noch signalisieren. Wir gehen jetzt mal auf den Nasdaq 100 Index, der natürlich ähnlich unschön daherkommt. Schauen wir hier zunächst auf den Tageschart. So, hier haben wir auch den Aufwärtstrend nunmehr wirklich gebrochen, seit Januar wohl bemerkt, diese Trendlinie hier. Diese Idee, dass wir hier uns im Bereich dieser Trendlinie auch im Sinne eines Pullbacks hier an diese gebrochene Aufwärtstrendlinie eben fangen könnten, das war hier die gestrige Annahme, warum denn auch nicht, scheint hier mit der heutigen Schwäche passé und insofern muss man auch hier den Plan B fahren, dass eben jetzt hier unterhalb von 2350 weitere Rücksetzer hier durchaus bis in den Bereich 4220, 4225 führen dürften, um dann hier eine Art Pullback an diese große Abwärtstrendlinie zu vollziehen, dem Markt dann hier nochmal die Möglichkeit zu eröffnen, nach oben anzusteigen. Es kann aber natürlich auch hier durchaus noch eine Etage tiefer gehen. Das wäre jetzt Worst Case für alle Bullen, auch hier eben im Sinne des Wiedereintrittes hier an diese Trendlinie. Aber hier haben wir definitiv einen sehr, sehr markanten Supportbereich um 4100, 4105 Punkte. Da scheint mir der Index sehr, sehr gut abgesichert und aktuelle Preise darunter wären nicht vorstellbar. Also ziehen wir das mal ein Stück weit hoch, aber den gestrichelten Fall mache ich mal hier hin im Sinne dessen, dass es natürlich so weit kommen könnte, im Sinne dessen, dass wir hier doch noch ein Stück tiefer absacken. Aber wir wollen nicht den großen Bären an die Wand malen, aber so ein Stück weit fehlt bei den Amerikanern derzeit der Hoffnungsschimmer. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, die hier wenig euphorisch blicken lässt. Einzig hier dieser Supportbereich, ähnlich wie beim S&P 500, den wir uns jetzt auch gleich in der Stunde nochmal anschauen, gibt es wenig Hoffnungsvolles zu sagen aufgrund der jüngsten Trendlinienbrüche. Hier sehen Sie auch den Verlauf der Stunden. Jetzt hat der Chart das letzte Mal das Ganze nicht abgespeichert. Den Chartverlauf auf Stundenbasis. Hier der kurzfristige Abwärtstrend intakt. Das ging sogar stärker als erwartet runter. Und jetzt sind wir hier bei 4280, 4285. Dieser Unterstützungsbereich, der hier schon von Anfang März, Ende Januar, Anfang Februar, Ende Januar herrührt. Und dieses Level ist sozusagen eine der letzten Bastionen, wo der Index sich jetzt stabilisieren könnte, Schrägstrich sollte. Und er tut es auch aktuell. Aber ob das jetzt hier wirklich eine große, nachhaltige Umkehr ist, das muss sich erstmal zeigen. Es ist durchaus denkbar, dass wir hier korrektiv, ähnlich wie beim S&P 500, jetzt eine Erholung versuchen einzuleiten und dann aber dennoch nochmals in Richtung neuer Tiefs gehen. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Direkt neue Tiefs wären natürlich ja höchst kontraproduktiv und würden den Bären direkt weiter in die Karten spielen. Aber die Tendenzen sind eben hier rein unter dem Gesichtspunkt der Saisonalitäten. Jetzt gehen wir auch nochmal auf den E-Mini, auf den Future vom Nasdaq 100, sind hier kurzfristig bis Anfang Mitte April hier eben einfach auch unter der saisonalen Brille durchaus bärisch zu sehen. Und deswegen stützt das die These, dass wir hier nach unten noch nicht fertig sind, selbst wenn es jetzt korrektive Erholungsmanöver gibt. Das wäre sozusagen das Fazit von heute. Liebe Zuschauer, ich sage danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wollen doch mal sehen, wie die Märkte morgen in den Wochenausklang gehen, ob es da noch einen Hoffnungsschimmer gibt. Warten wir es ab. Ich werde Sie auf den Laufenden halten. Danke fürs Einschalten und jetzt noch einen schönen Resttag. Ihr Christian Kämmerer. Ciao.